Im Baumarkt, hinten in der Ecke, wo Fuchs und Hase sich verstecke, da liegt etwas, das durchaus nutzt. Wenn man denn etwas stützen muss. Oder aber wohlgemut ein Holzgestell erstellen tut. Oder man will just bezwecken, Teppichkanten zu verstecken. Sie ist aus Holz und lang und dünn und hat so manch verschiedenen Sinn, den jeder Tischler schon mal hatte. Ich rede von der Latte. Wenn vor ihr sich der Chef auftürmt, die miese Laune sie bestürmt, er drohend einen Finger hebt und meint, sie hätte ausgelebt, der Geifer tropft ihm schon vom Kinn und sickert zur Tischplatte hin, die Ader tritt am Kopf heraus, nur einmal pieks und er läuft aus. Und in den Äpfeln seiner Klüsen beginnt das Rot verstärkt zu fließen. Warum er den Stunk begonnen hatte, ist ihr doch Latte. Endlich, endlich ist's soweit. Nach draußen dringt die Flüssigkeit aus einem länglich steifen Rohr. Sie will heraus, sie will hervor. Die Spannung wächst, der Körper schaudert. Nun hat es lang genug gedauert und schon vermengt der weiße Saft sich mit dem Dunklen, es ist geschafft. Und sie, die so lang gewartet hatte, kriegt endlich ihren Kaffee Latte. Das Licht, es blendet im Gesicht, da flattert was, er sieht es nicht. Er spürt es kommen, routiniert, genauso wie er reagiert. Reißt eine Faust abrupt empor und hofft das Beste. Stellt sich vor, wie er die Heldentat vollbringt, wie ihm das Meisterstück gelingt. Er kriegt die Faust rechtzeitig hoch, erreicht den satten Weitschuss noch, besser als er gehofft hatte, und lenkt ihn an die Latte. Er öffnet die Augen und blickt umher. Hat er geträumt? Er weiß nicht mehr. Der Schlaf drückt noch die Augenlider mit Kraft und Vehemenz hernieder. Er reißt sie auf und blickt hinab. Die Decke steht vom Körper ab. Wo sie noch abends flach gestreckt, sich nun ein Zelt nach oben reckt. Er lupft die Decke, schaut hinein. Ach nee, kann das schon wieder sein? Was er jetzt jeden Morgen hatte, war seine Katze Mimi, die sich unter seiner Decke verkrochen hatte? Ja, was ist das für ein Mist? Wer reimt denn sowas? Das stimmt das ganze Versmaß nicht. Das ist totaler Käse.